Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Und all jene, welche es noch werden wollen. Ich habe mal wieder den Haupt-PC genommen, damit der Emulator nicht schleicht wie eine Schnecke. Das wird der drüben auf dem Laptop machen, damit die Sekunden gar nicht normal ablaufen. Avantgarde 11 von 2002. Das war, glaube ich, das Gerät, was offiziell nie auf den Markt kam. Das war so ein inoffizieller Umbau. Die waren ja mehr so PC-mäßig aufgebaut, die Avantgardes. Als jetzt, whatever. Auf jeden Fall das Avantgarde 11 mit 144 MHz. Ich gebe dem Avantgarde mal weiß. Weil für mich, muss ich ehrlich sagen, ist Favorit ist eher der Genius Pro. Weil Richard Leng, die waren eigentlich immer so eine Nasenlänge voraus. E4. C5, Sizilianisch. Springer F3. So, ich muss mal wieder die Springer so hinstellen, dann das kann ich die besser ziehen, weil ich ja seitlich dazu sitze. E6. D4. Ja, noch ganz normale Standardtheorie hier. Ich glaube auch die, gerade die Avantgarde, da kann man jetzt so eine seltenen Sachen nicht von erwarten. A6. Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Mit D6 ist Neidorf, aber mit E6 weiß ich gar nicht. Läufer D3 entwickelt erstmal nicht den Springer nach C3. Läufer C5. Gut, das ist dann doch eine etwas seltenere Geschichte. Springer B3. Komm schon, Läufer A7. Läufer A7. Dame E2. Ja, während es die Richard Leng Schachcomputer, wie der kam ja 2024 raus hier. Zumindest noch Schachcomputer gemacht werden mit Richard Leng Programm, sind die Spracklin, haben dann wohl aufgehört, hat denn keine Lust mehr. Läufer E3 schlägt. Ups, das musste nicht unbedingt sein. Vielleicht drüber nach, ich kann das Display drehen. Nicht, dass das jetzt aus dem Bild rausgekommen ist durch meinen Anrempler. Die 7, die 6. So, das war's am Buch. Man sieht ja die Sekunden, ich weiß nicht, ob man das hier so genau sieht. Die Sekunden laufen jetzt normal ab. Und drüben wäre das so, dass die. Ja, die Sekunden. 2 Sekunden in Emulation wären quasi eine in Echtzeit. Dann wäre es ja quasi nicht eine 30-Minuten-Partie, sondern eine 60-Minuten-Partie. Deswegen muss ich das von hier machen. Die haben noch das Spark-Modul rausgebracht. Danach hatten die wohl keine Lust mehr. Dann waren die bei der ersten WM, wo die mit dem Spark-Modul gewesen sind, wären sie beinahe Weltmeister geworden, so beinahe wie. Wie Ed Schröder 86 in Köln. Und beinahe heißt nicht. Ich habe letztens ein Video gesehen von The Big Greek. Das war eine Partie Ferusha gegen Ding. Und irgendwie scheint der Ding wohl mit seinem Weltmeistertitel überhaupt nicht klarzukommen. Weil das ist ja. Ja, wenn man es genau nimmt, ist das eher. Hat er schon gezogen, springen auf 6. Das Problem ist, was will der Ding jetzt sein? Will er Schnellschachweltmeister sein? Der hat den WM-Titel dadurch gewonnen, dass der. Schon gezogen hier? So, ich kann die Zug jetzt erst übertragen drüben, wenn die mal ihre Theorie zelebriert haben. Das war schon mal interessant, verschiedene Rochaden. So, und jetzt kann ich die Chance mal nutzen. Den Zug zu übertragen.
So, Zug wurde übertragen, Smartphone mal hier hintragen. Falls YouTube-Kommentare sind, nicht, dass ich da mal hinrenne, weil ich mal in der Zugfahrt angekommen. König B1. Ja, das ist so ein typischer Zug bei großen Rochaden, König B1. Und drüben der Computer hat aber einen ganz typischen Zug gemacht. Läufer H2 oder Läufer H7 Schacht, das sind so ganz typische Züge, die die machen. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was eurer Meinung nach typische Schachcomputerzüge sind. Zum Beispiel Läuferschachs, Läufer B4 Schacht C3, Läufer B5 Schacht C6. Das sind diese Schachgebote, das sind auch so typische Schachcomputerzüge. So, jetzt muss der Chessgenius rechnen. Für mich ergibt dieser Zug, dieser König B1 eigentlich deswegen weniger Sinn, weil es Schwarz hat ja den Läufer nicht mehr. Es droht ja kein Läufer G5 irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, dass das deswegen ist, falls mal Läufer G5 drohen könnte. Aber auch in der C-Linie, ja, muss ja unbedingt König B1 ziehen. In der Drachenvariante okay, aber hier. Da sind so teilweise Sachen mit Dame A5 und dann könnte man Springer D5 drohen. Mit Springer E7 schlägt Schach Zwischenzug. Das geht natürlich nicht, wenn Dame D2 mit Schach geschlagen wird. Das ist das. Da dachte ich immer deswegen König B1, aber jetzt sehe ich da keinen großen Sinn drin. Turm C1? Ich weiß nicht. Da zeigt dieser Zug schon, dass der Avantgarde keine Ahnung von der Stellung hat. B7, B5. Der hört sich übrigens nur so schnell an. Der ist nicht beschleunigt irgendwie. Der Emulator ist auf 100%. Aber durch diese 144 MHz ist dieser Sound doch schneller. Man sieht es aber auch an der Uhr, weil die normal abläuft. Wenn das Gerät 200% laufen würde, dann würde die Uhr auch 200%, also doppelt so schnell ablaufen. Ich würde mal nicht mal Zeit, seinen Nasenöl ranzukarren, weil die schon ziehen. Lippo, die Stellung, die kennen wir aus dem FF hier. Ich könnte mir vorstellen, dass Schwarz irgendwann Läufer B7 zieht, was ich jetzt auch nicht so spannend finden würde. Weißt du, wenn man E5 machen könnte? Mit Schwarz E5 und dann mit der Idee Läufer E6, dann kannst du auch F5 ziehen, H3, G4, aber das sind ja eh so Sachen, die machen die nicht. Das macht dann auch keine Aussage. Springer D4. Also ich dachte, denkt mir eher, das ist doch so eine Stellung, die man so angriffsschachmäßig spielt. So, Nasenöl getätigt. Jetzt gibt es sogar den Krypton Regency als Emulation. Den habe ich ja hier auch stehen. Weiß ich, ob da nur mit Originalgeschwindigkeiten oder auch in getunter Version ist. Ich finde das schade, dass man hier nicht die Möglichkeit hat, die Emulation in der GTMM4 und manche 8-Bit-Teile mit 100 MHz. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Rechner das schon hinkriegen würde, die 100 MHz. Genau, Läufer B7, den finde ich jetzt nicht so spannend. Da guckt irgendwie auf die falsche Seite. Daran sieht man schon, ja, dass der Angriffsschach nicht viel folgen würde. Würde eben mit H3, G4 ankommen. Das ist für mich ist das Gefühl, vielleicht weil ich so ein alter Drachenvariantenspieler bin, da hat man ja auch mal hier Königsangriffmäßig gespielt. Da musste man Schwarz das ja schon deswegen machen, weil Weiß das ja auch gemacht hat. Du musst ja was dagegen setzen. Da weiß ich auch nicht, das war so ein Viererblitzen, war das. Ich mit Drachenvariante mit Schwarz. Ich habe mir mal so Schachgebote gegeben, wie ich das damals mal so drauf hatte. Ich habe die Schachgebote auch kommentiert mit Schach. Man muss natürlich auch sagen, dass es Schach ist. Dann irgendwann war er matt, den Figuren so zusammengeschoben, war ganz frustriert. Ich stand doch total auf Gewinn, also er hätte doch total auf Gewinn gestanden. Ja, ich habe gewonnen. Die Mannschaft hat zwar verloren, aber ich habe gewonnen. Springer schlägt. Ach, Springer schlägt C6. Ich finde das schön, dass man das hier machen kann mit diesen Emulationen. Dadurch kann man auch Geräte spielen lassen, die man gar nicht hat. Ich hoffe mal, dass der Emulator gut genug im Bild ist. Ich habe hier von Mephisto, von so einem Brikett, den Originalkarton drunter stehen. Von Mephisto 2. Damit er ein bisschen höher steht.
Elite 2325, ich glaube, das könnte bei ihm sogar stimmen, hier bei dem Elva. Das ist natürlich programmtechnisch nicht angepasst. Also profitiert nicht ganz so sehr von der Hardware. Also das war schon mal, da war schon ganz gut, dass ich das gemacht habe hier. Das wäre wieder irgendwas anderes, also nicht der Zug. Mediamarkt habe ich auch noch da stehen, kann ich eigentlich aufweg machen. Von dem Kühlschrank, den ich mir da gekauft habe. War ganz praktisch. Hat zwar 40 Euro gekostet, aber man hat den gebracht, hochgetragen. Das alte Gerät hat man mitgenommen. Ausbauen muss man den aber selbst, den alten. Aber das habe ich selbst gemacht. Das war so ein Einbaukühlschrank, den ich hatte. Und ich habe aber keinen Einbaukühlschrank geholt. Sondern so normal zum Hinstellen. Und ohne Gefrierfach. Das war für mich auch wichtig. Ich habe einen Gefrierschrank, was wird mit dem Gefrierfach? Das könnte schon was. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Angriff werden könnte. Ob die Geräte überhaupt in der Lage sind, sowas zu machen. Mit Dame H3 und Russe einmalig das Matt. Was wären so die Ideen? Auf Springer D7 musst du dir erstmal den E-Bau entdecken, das ist das Problem. Man müsste irgendwie ihn dazu bringen, den Chessgenius H6 zu ziehen. Und dann könnte man mit G4, G5 weiterhebeln. Deswegen, ja, wie gesagt, das Problem ist, der Bauer hängt. Also so Dame H3, H6, G4. Und danach dann G5. Das Problem ist so, dass er auf E5 nimmt. Und wenn ich dann G5 ziehe, kommt der Springer D3 schlägt. Deswegen funktioniert das nicht. Er müsste irgendwie zweites Mal den Bauern decken und dann Dame H3, G4, G5. Und das dauert auch alles ziemlich lange. Attacoli. Springer D1. Ja gut, auf Springer E4 hängt ja wieder der Bauer. Das ist das große Problem. Das wäre sonst mit der Idee gewesen, Springer F6 Schach zu geben. Kannst du vergessen, weil der Bauer hängt. Das wären so Motive. Springer E4, F6 Schach schlägt, Bauer schlägt, Dame H6. Kannst du alles vergessen wegen E5. Also wenn man wie ein Bauer auf F4 stehen würde, dann hätte man Springer E4 machen können. Also hätte man auch kein Dame H6 machen können. Hätte, wenn und aber. Hätte A5, A4, B3. Das fühlt sich für mich für so ein typischer Hebel an. A5, A4, B3, damit man das Spiel öffnen kann. Auf C3 kommt A2 steht, auf A3 kommt C2 schlägt. A5. Ich meine, hat der 120 MHz oder? Das müsste er nicht haben, sonst würde er ja chancenlos untergehen gegen ihn. Wenn er nur 12 MHz hätte, hätte er gar keine Chance gegen den Avantgarde. Und die Gartenfreunde kommen immer näher. Ist ja ziemlich hoch das Gras, was da schon ist hier vom Haus. Da stand mal ein Baum vor dem Haus hier. So ein großer. Der ist durch diesen Sturm damals, hat er Schaden genommen und musste wohl gefällt werden. Und dieser Baumstumpf, der da ist, die machen aber auch alles, damit er keine Triebe nimmt. Jetzt haben sie eine Plastiktüte oder was drüber gemacht. Dass er bloß keine Triebe nimmt. Statt einfach die Wurzel rauszuholen. Das haben die nämlich gegenüber gemacht. Bei so einem Haus, so schräg gegenüber. Da war auch so ein Baum zu dicht am Haus dran. Die haben den gefällt
Und dann aber die Wurzel komplett rausgeholt. Das haben die hier nicht gemacht. Da war die Stadt wohl zu geizig. Ja, das müssen die jetzt hier dauernd durch irgendwelche Maßnahmen verhindern, dass er hier Triebe nimmt. Weiß nicht, ob die Angst haben, dass sie hier die Wurzeln das Haus anheben oder was weiß ich hier. Gärtner wär auch kein Job für mich. Ist ein Job aus der Hölle. Also das sind so Sachen, die würden mir nicht so liegen, im Garten herumkrebsen. Das war so Minijob-mäßig gemacht. Der Geddy. Da hast du nur Scheißjobs gehabt. So Buden, die total vergilbt waren durch Kettenrauchen. Oder so zwei, dreimal drüber gestrichen, war immer noch nicht genug. Oder Gras, was schon einen Meter hoch war. Die haben quasi die Arbeiten, auf die die keinen Bock hatten, die haben die dann auf ihn abgewälzt. Seinen Sprüchen da, ich bring dich um, was ist das für ein Spruch? Weil ich hinterher dann angerufen habe und gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Das ist aber schon etliche Jahre her. Ich glaube, der hatte irgendwie einen Dauerkrankenschein und hat dann schwarzarbeitmäßig so eine Ich-Jäger gemacht. Weiß nicht, ob das so legal war oder nicht legal war, keine Ahnung. Der mein Finger immer mit zwei Russen. Der hat dann nur Scheiße bezahlt, 5 Euro die Stunde. Der hätte zwei Russen auf, der mir auch so wie, und jeder Russe kriegt dann 2,50 €. Also, das war matt. Also, jetzt müsste er schon mit H6 kommen oder G6. G6 geht auch. Das Problem ist hier auch wieder, dass der Bauer hängt auf E5. Ich habe letztens ein Video gemacht, da habe ich das da verglichen. Die Emulation und das Originalgerät, also die haben exakt gleich gezogen. Ich könnte mir vorstellen, so ein Avantgarde 11, das sieht auch genauso wie er hier. Ich könnte mir vorstellen, das sind Spracklen, die wir in Dallas, da müsste er auch nicht dabei gewesen sein, in Dallas. Ich meine ja, dass das denen richtig wehgetan hat. Dass sie in den USA die Weltmeisterschaft haben und gewinnen nicht die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ich glaube, das hat denen richtig wehgetan. Das ist ja Richard Dinger mit Mephisto Dallas. Wir hatten ja damals immer die Namen der Städte. Amsterdam, Dallas, Roma, Almeria, Portoruz, Lyon, das waren immer so Vancouver, das waren immer die Namen, wo die WMs waren. Hört sich auf jeden Fall besser an wie der Avantgarde dann ja auch noch. Also ein Super davor zu hängen. Ja, Super Constellation ist auch ein Super davor. Wie so einen reißerischen Namen. Und jetzt gibt es hier immer noch den Richard Leng. Das Programm kann sein, dass das Programm nicht das. Dass natürlich Richard Leng jetzt nicht das aktualisiert hat, das Programm. Dame G3, ja, muss ja auch noch den Bauern decken. Ja, ist das blöd, er hat keine Zeit für G4, G5. A3. Der Chess-Genus weiß schon, aber A3. Ich dachte eher, das wäre so eine typische Stellung für B3. Weil das Problem ist ja, du kannst deine eigenen Bauern logischerweise ja nicht schlagen. Wenn er B3 zieht, da sind das schon mal zwei Pfeiler, die nie wieder entfernt werden können, A3 und B4. Deswegen meine ich eher, ich hätte eher gelesen B3. Ist das jetzt der Zug oder wie irgendwie hier wie Discounter-Action? Oder Zug. So. König H1. Der Akademie hat mit König F1 gerechnet. Läufer E4. Okay. B2 schlägt. Ich glaube, er hätte schon B3 machen müssen. Das muss man natürlich verhindern, dass dieses A3, das war doch schon hier die Einladung zum Ladenschluss. B3. Und wie will Schwarz dann noch seinen Angriff vorantreiben? Höchstens gegen C2. Und so hat Schwarz das Spiel. Jetzt droht eventuell Dame A5, dann droht der A2 matt.
Ich weiß nicht, ob sogar schon gehen würde, Läufer C6, Dame A5. Läufer A8, Turm A8. Und dann droht ja erstmal Dame A2 matt. König schlägt, ist Dame A2. Ja, gut, kann sein, dass der König da auch wieder rauskommt. Läufer E4, C6. Dame schlägt. Ich glaube nicht, dass das gegangen wäre, Dame A5. Man kann auch erstmal nehmen und dann droht man ja Dame A4. Die bist du hinterher auch schon Albträume gehabt von Richard Lynn gehabt haben. Dass sie quasi in ihren Träumen bei der Weltmeisterschaft da aufschlagen und dann kommt der Richard Lynn, King Richard, Springer B2 schlägt. Einer der Gründe war ja, warum ich mir den geholt habe hier, dass ich mal einen Schachcomputer habe, der von 2024 ist. Nicht so programmmäßig, aber die Hardware halt. Ich mag auch dieses Display, mag ich auch sehr. So, Dame. Ja, Dame D5 droht jetzt auch auf A2. Muss ja wieder meinen Blutdruck messen demnächst. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Dame B3. Ich frage mich, ob auch gegangen wäre, erst Turm A3 zu ziehen, damit die Dame dann weg muss, obwohl dann wäre Dame F3 gekommen. Also Damen tauschen würde ich nicht. Ich kann da mal hier auf Info gehen. Das ist ja ein bisschen. Das ist eh zu klein. Man kann das Display eh nicht sehen. Dame G2 schlägt. Die ist schon aber sehr mutig hier. Dame G3. Warum hat er denn nicht Turm G1? Das ist doch die Einladung zum Schlachtfest. Also wer würde eine Partie spielen und dann Dame G3 ziehen? Vergiss nicht, es ist nur der Avantgarde. Turm G1, das hätte man sofort lachend gemacht. Ja, vielleicht lachend nicht. Und dann Dame G3. Ja, ich würde die Damen tauschen mit Schwarz, mit Schwarz. Das ist doch das Beste, was dir passieren kann. Die Damen zu tauschen. Außerdem, die, hat er schon gemacht? Hat er auch schon. Also, da spielt der Weiße aber nicht gut hier, der Avantgarde. Ob 144 MHz oder nicht 144 MHz. Gut, ich weiß gar nicht, von wann die Avantgarde. Gut, er ist von 2002, aber die Software vom Avantgarde, ist die von 89 oder von wann ist die? Turm A3 blockiert jetzt den Bauern, um den dann Turm A8 zu ziehen. Ja, zumindest muss man ja ehrlich sagen, Fidelity war zumindest einer der wenigen Hersteller, die dann noch um die WM gespielt haben. Gut, da war Ed Schröder mit seinem 18-Megahertz-Geschichten da, der dann noch, noch Bock drauf hatte mitzuspielen. Ansonsten war da kein großer, also zumindest in den 80er Jahren. Der große Favorit war ja Fidelity, die haben nicht alle WMs mitgespielt. Zum Beispiel, mein Almeria haben die mitgespielt, meine ich. Und Dallas. Rom haben die nicht mitgespielt. Mein Amsterdam auch nicht. Also Dallas, Almeria, sonst wusste ich gar nicht, wo die noch mitgemacht haben. Mein Portoros nicht. Mephisto, die haben alle WMs mitgemacht. Die haben die Chance genutzt. Die haben gewusst, wenn da zwei Geräte stehen, auf dem einen Gerät ist der WM-Titel, auf dem anderen nicht. Und die sind preislich identisch. Oh, die Fidelities waren ja sogar teurer. Da kann man den Importzoll drauf. Ich habe irgendwo so eine Preisliste, was ich da drüben auf dem Fensterbank, ich weiß ja, wo die ist. Da ist der Avantgarde 5. Diese 32-Bit-Version für über 5000 Mark, 5400 Mark oder was weiß ich. Und die München 32-Bit-Version von Mephisto, die war, ist da 4500, also schlappe Pi mal Daumen 1000 Mark mehr. Die waren ja sogar teurer hier. Und wenn man dann noch nicht mal die WM-Titel drauf hat.
Und der USA, das war jetzt auch nicht so ein gigantisch großer Markt. Es fühlt sich mehr an, gut, Amerika ist größer als Deutschland. Da sind auch die Länder drumherum hier, die Geräte gekauft haben. Ich glaube, so viel mehr Umsatz hatten die gar nicht, Fidelity. Gefühlt könnte man ja sagen, ja gut, das ist ja in den USA, das ist so ein großes Land, USA. Da muss doch irgendwie, da muss das Geld doch geflossen sein, aber das war es ja auch nicht. So, Turm A2 schlägt. Ja, und das kannst du jetzt vergessen. Normalerweise kann man es jetzt vergessen für den Fidelity. Weil Endspiele waren die Richard-Lenn-Geräte einfach besser. Das ist das Problem. Ich habe mal gelesen, wenn der Mephisto erstmal das, also Richard-Lenn-mäßig, erstmal das Endspiel erreicht hat oder das Mittelspiel überstanden hat, dann war die Wahrscheinlichkeit eher, dass das Mephisto-Gerät gewonnen hat. Ja, Fidelity war eben ganz oft der Zweite. Turm A5. Mein ganz typisch war auch die erste Schachcomputer-Olympiade, wo Fidelity in der letzten Runde nur ein Remis gebraucht hätte, um das Turnier zu gewinnen. Dann ist er nur Dritter geworden. Das ist auch ganz, ganz typisch für die Turniere. Kann ja sein, dass sie irgendwelche US-Meisterschaften gewonnen haben. Ich glaube, da gab es auch so, der hat sogar Novak mitgespielt bei diesen US-Meisterschaften. Weiß nicht, ob die mitgespielt haben, weil Mephisto nicht mitgemacht haben. Oder nicht mitgemacht hat. Springer E5 schlägt. Ach, wahrscheinlich wegen Springer E5, Turm, Turm E5, dann kommt Turm Schach und Turm F1 schlägt. Deswegen geht das. Deswegen hinter trotzdem. Jetzt kannst du einfach mit dem Turm nehmen und nach Turm E5 schlägt Turm A1 Schach, König D2, Turm F1 schlägt. Deswegen geht das wohl. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die hier. Ich glaube, die haben das Hayas-Buch nicht mal bekommen. So, Turm A1 Schach, gehe ich mal von aus. Ansonsten sehe ich da nichts. Mach den einfach schon mal. König D2. Ist natürlich jetzt die Frage, was aus dem Bauern C4 wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieser glorreiche Freibau wird. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt der Gewinn wegen der Bauer ist. Dass der jetzt den Turm kostet und dann war es das. Turm F3. Ja, du hattest auch nicht hier die geilsten Klamotten. Nee, gut, durch den Bauern zu schlagen. C5, Turm G3, C6, Turm G4, Turm C5. Und da kannst du eigentlich schon wegschmeißen. Da kommst du nicht mehr auf die achte Reihe. Aber den Bauern unterschätzt hat. Was natürlich an ihm schön ist, man sieht alle Infos auf einen Blick, so ein bisschen zumindest. Hier sieht man jetzt die Züge. Wenn ich nochmal auf Info gehe, dann sieht man die Variante. 1,89 plus. Das sehe ich aber nicht so. Ich sehe, dass was weiß doch besser steht. Turm E3. Turm schlägt. Vielleicht hätte man hier auch mit den Bauern marschieren können. Das Problem ist ja, dass der Freibau jetzt auch nicht so viel wert ist. Wenn Schwarz den blockieren kann, dann ist das eher eine Bauernschwäche, dass Weiß gar nicht wegkommt mit dem König. Weil Schwarz kann ja auch Bauern, Freibauern kriegen. G5, H5, H4 ist ja auch sofort ein Freibauern. Und dann fällt C6 einfach, der C-Bauer einfach. Und dann hat er immer noch F7 und E6. Und F7 kannst du nie schlagen, weil der E-Bauer sofort durchläuft.
H5. Gut, ihr dacht, dass er erst mit dem den König losläuft. Das ist wohl eher dafür gedacht, um den H-Bauern zu blockieren. Dass er auf G5 nicht G4 kommt. Das gewinnt beliebig. Dann machst du, na gut, dann ist vielleicht doch besser so. Jetzt tut G5 und H4. Das tut er pleite für Weiß. Weiß kann den Bauern gar nicht decken. Man muss wie König C5, G5, König D6, H4, C5, H3, C6, H2, C7, H1 Dame. Ja, dann wäre natürlich C8 Dame matt. Wonach G5 ist das, wird G7 ja noch da. Also normalerweise sollte der Genius das jetzt gewinnen. Scheint doch der Steffen Brückentag heute. König E7. Ja, das gewinnt er. Der C-Bauer wird einfach geschlagen, der fällt irgendwann und dann hat man zu viele Bauern. Das muss doch mal loslaufen hier. Mit wenigstens den Zug übertragen, nicht hier sofort ziehen. So, weiter geht's. Ja, das ist total verloren. Wie gesagt, das Problem ist, der C-Bauer fällt einfach. Und dann hat man immer noch die ganzen Bauern. Jetzt könnte man zum Beispiel einfach F6 ziehen. Verhindert König G5. Wenn G4, G4 steht, König G4 steht, machst du einfach G6. Danach pflückt man einfach den C-Bauern ab und drei Bauern gegen den König, blanken König, das gewinnt. Plus 4,46. Ich hätte eher F6 gemacht. Ich kann immer noch König G5 ziehen. Aber es ist einfach trotzdem König C4, König H5 schlägt. Da ist das trotzdem noch verloren. Also im Sinne, das sind ja schon recht spielstarke Geräte und die gewinnen das einfach. Das kostet ja alles Videospielzeit. Zur Not packt ihr euren Schachcomputer aus, wenn es nicht gerade MK1 ist. Wieder zurückgestellt. Und guckt euch dann an, wie der das gewinnt. Das hier sind einfach Freibahnen. Man kann ja einfach auch hier. Der König kommt ja nicht ohne weiteres vorbei. Nach König C4, König H5. Da machst du einfach König D4 und dann marschiert einfach der Bauer. E5, E4, E3, E2. Und hat schon genommen auf C4. E4, auch nicht besser. So, hier ziehe ich mal den Stecker. Da ist drei Bauern gegen den blanken König. G4 schlägt, König G4 schlägt. Die Bauern rennen zur Dame. Es reicht ja schon König D4, E5, E4. Reicht ja, wenn ein Bauer zur Dame zieht. Das gewinnen die dann beliebig. G4 schlägt. Und wie gesagt, mit drei Bauern gegen den blanken König gewinnt das. So. Klarer Gewinn für den Chess-Genius. Er wusste einfach nicht, was er spielen soll hier. Diese Angriffspartien, da sind die so semi-gut drin bei verschiedenen Rochaden. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.